Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Zoe und im heutigen Video werde ich ein Video drehen, und zwar mein Geburtstagsbücherhaul. Wenn ihr mal länger schon auf meinem Kanal verfolgt werdet, ihr wissen, dass ich nicht der Fan von Bücherhaus bin. Also ich, was heißt nicht ein Fan davon, ich drehe nicht so gerne welche, weil ich meistens nichts über das Buch zu erzählen habe, was ich mir kaufe, weil ich die meisten Bücher eben nach Cover kaufe oder halt Rezensionen von anderen, wie die sie gemocht haben. Und nicht wirklich, weil ich mir den Klappentext durchlese. Also deswegen drehe ich auch nicht so gerne welche, weil ich nichts zu was sagen kann. Ich schaue mir von Zeit zu Zeit manchmal welche an. Aber das ist nicht so mein Hauptfokus. Deswegen, ich hoffe, verzeiht mir. Ich habe schon die Bücher ausgepackt in der englischen Variante, weil alle Bücher, die mir geschenkt worden sind, es waren wahrscheinlich von Leuten, die hauptsächlich meine englischen Videos anschauen. Und ich will sie aber euch trotzdem zeigen. Es sind einige. Und wirklich, ich habe jetzt echt lange gewartet. Ich war jetzt also im Urlaub auf Mallorca. Bin dann eben jetzt wieder gekommen und ich bin gestern Abend schon wieder gekommen und habe diesen Stapel an Büchern hier gesehen. Und ich habe jetzt aber gewartet bis jetzt eben, um die Bücher auszupacken. Einfach damit ich halt die eben eine Reaktion dazu filmen kann. Und ja, am Ende werde ich euch noch zeigen, was mein Leseplan für den nächsten Monat ist, also für Juli jetzt. Und weil es da nicht so viel zu erzählen gibt, das geht ganz schnell. Und ich muss mich jetzt schon dafür entschuldigen, falls ihr Regen oder Autos hört, die durch den Regenpfützen fahren. Weil hier ist es so heiß in meiner Wohnung drin gewesen, ich weiß gar nicht, was los war. Aber draußen ist es echt kalt jetzt. Kalt mit 22 Grad und deswegen will ich einfach nur, dass die kalte Luft reingeht. Und wenn ich, glaube ich, hier im geschlossenen Raum bin, werde ich wahrscheinlich ersticken. Deswegen, ohne dramatisch zu sein, muss das jetzt einfach offen bleiben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. ich kann mich leider auch nichts dran erinnern, weil, ja, gut. Ich glaube, das wird jetzt ein schlimmes Video sein. Das erste Buch, das letzte Buch, was ich gerade eben ausgepackt habe, war von Brandon Sanderson und Mistborn. Und zwar hat mir das die liebe Jo geschenkt, die auch in der Citadel ist. Das ist Citadel ist die Patron-Name, der Discord-Name von Mel Reed's Channel. Da sind eigentlich auch alle Leute, die mir was geschickt haben, sind eben Menschen, die ich von dort kenne. Und sie hat mir Mistborn geschenkt, was natürlich sehr passt, weil sie jetzt die ganzen Mistborn-Bücher nochmal gelesen hat. Und zwar den ersten Teil habe ich jetzt hier. Es ist klein. Es ist ungefähr so groß wie meine Hand. Tatsächlich sogar. Das Buch ist ein Klicken größer. Aber ich muss aber auch dazu sagen, ich habe echt kleine Hände. Ja? Meine Hand ist klein. Sie sieht normal groß jetzt zu meinem Körper aus. Weil, wie große Hände soll ich da haben? Aber ich habe echt kleine Hände und ich habe auch kurze Finger. Also. Nur zum Vergleich, ich wollte mal Klarinette spielen und dann hätte ich eine Spezialanfertigung gebraucht, damit ich zu den Tasten komme, zu den untersten. So klein sind meine Hände. Deswegen wollte ich Musikklarinette spielen. Weil meine Arme. Na okay, egal. Das ist jetzt nicht der Punkt. Der Film ist jetzt angekommen. Ich freue mich unglaublich, das zu lesen. Dann habe ich Legendborn geschenkt bekommen von Annabelle. Sie können sogar das Video jetzt hier sehen, weil sie auch das gespannt haben. Dankeschön dafür. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, das zu lesen. Ich weiß eigentlich gar nichts darüber, aber ich weiß, dass es ein YA Fantasy ist. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darauf, das zu lesen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war das Buch mit der Buchreihe, wo es so unglaublich lang braucht, bis der zweite Band erscheint oder der dritte Band, weil der immer weiter nach hinten geschoben wird. Ich bin aber auf jeden Fall sehr gespannt, das zu lesen. Dann habe ich geschenkt bekommen von Laura, sie würde jetzt auch dieses Video schauen. Und zwar, Laura ist völlig eskaliert. Und zwar habe ich ihr von ihr Kim Jong-Bon 1982 geschenkt bekommen von Jo Nam-yo. Und ehrlich gesagt, keine Ahnung, was das da genau geht. Ich weiß bloß, dass viele es gelesen haben und es gemocht haben von meinen Freundinnen. Deswegen wollte ich das halt eben lesen. Dann hat sie mir, das ist jetzt nur eine Vermutung. Weil bei einem war kein Zettel dabei, aber es würde Sinn machen. Svenja Dima geschenkt, also die Serie. Zumindest habe ich hier einen Zettel von Svenja Dima Book
1, Buch 1, das wurde mir anscheinend geteilt. Und eben von Muse of Nightmares. Ist auch ein Sinn von den Tram. Muss ich dir da mal fragen. Aber bei Stranger Dreamer Buch 2 war kein Zettel dabei. Jetzt bin ich eben gespannt, ob das auch von ihr ist. Wenn nicht, muss ich nochmal schauen, von wem das dann genau ist. Aber auf jeden Fall ist sie völlig eskaliert. Danke dafür. Ich schreibe ihr natürlich dann später auch noch privat und jedem anderen auch. Dann das erste Buch, was ich glaube ich geöffnet habe, war das hier. Das war von Chanel Miller, Know My Name. Und wenn ihr sie nicht kennt, Chanel Miller war eine Frau, die ein Missbrauch aufgenommen wurde von einer Vergewaltigung in Stanford. Und das hat sie eben angezeigt und diese ganze Aufmerksamkeit, die sie dort bekommen haben, die ganzen Medien haben sie sehr in den Dreck gezogen. Und das ist jetzt eben ihre Geschichte davon, was eben genau passiert ist, der ganze Gerichtsprozess und was die Medienaufmerksamkeit damit zu tun gehabt hat. Und ich weiß auch, dass das Audiobuch zum Beispiel auch von ihr aufgenommen worden ist, was natürlich auch sehr interessant ist. Und das habe ich von Casey geschenkt bekommen. Ich kann das Video leider hier nicht sehen, also sie kann sich schon anschauen, aber ihr würdet keiner wohl verstehen. Und zwar auch eine super liebe Notiz, dass es eben ihr Lieblingsbuch ist und dass sie hofft, dass ich es auch leiden werde. Was ich nicht bezweifeln werde. Und dann habe ich noch zwei Bücher hier, und zwar einmal King of Battle and Blood. Das Buch habe ich, glaube ich, mal irgendjemandem von der Bestätz gekauft, und dann fand ich das Buch so gut von der Beschreibung her, dass ich das selber auf meine Bestätz gesetzt habe. Das ist, geht um Vampire und Vampire, mega. Und das habe ich von Simone geschenkt bekommen von Beyond Bookish. Übrigens, Cassie hat auch einen YouTube-Channel, den werde ich unten gerne verlinken. Simone hat auch einen BookTube-Channel, werde ich auch gerne verlinken. Sie macht hauptsächlich so Reading Sprints und ja. Sie hat mir auch eine super liebe Notiz geschrieben, eigentlich wie jeder. Ich musste fast ein bisschen weinen. Ich habe mich aber zurückgehalten, weil ich mich gerade das geschminkt habe. Okay. Und da geht es um Vampire. Aber ich liebe Vampire, ne? Da muss ich gar nicht mehr so viel drüber reden. Und von Lucy, auch ein Buch, auch ein Booktuberin, hat mir auch Wine & Dance geschenkt. Das ist die, das Buch ist der Book Club Pick von ihrem Buchclub, Why Haven't I Read This Yet? Und das wäre eigentlich der Buchclub-Pick für Juni gewesen. Wir haben mittlerweile Juli. Ich muss das jetzt unbedingt dann lesen. Und ich weiß nicht, was mit ihrem Notiz passiert ist. Ich habe das schon auseinandergefalten, aber es war super durch den Dreck gezogen gefühlt. Auf jeden Fall hat es mir auch eine super liebe Notiz hinterlassen, und da hatte ich bei der hatte ich dann bei der zweiten angefangen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, das Buch dann zu lesen. Es ist unglaublich dick. Ich habe mich echt kurz gefragt, was für ein Buch das überhaupt war, was ich auf meiner Liste hatte. So orange sieht halt schon geil aus, ne? Das ist mega. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, das zu lesen. Und ja, das war alles, was ich bekommen habe. Ich habe mir kein Buch selber gekauft, weil ich genügend zu lesen habe. Wirklich. Und ich glaube, ehrlich gesagt hat mich das total berührt, dass mir jetzt so viele was geschenkt haben oder auch so, dass ich so viele Bücher bekommen habe. Einfach, weil ich das einfach nicht selbstverständlich finde. Also ich habe dann schon, ich habe diese Wunschliste, die habe ich schon länger eben und verlinkt eigentlich schon seit im Jahr. Also seitdem ich auf BookTube bin, habe ich diese Wunschliste. Ich promote die aber nie, also ich sag nie was, hey, unten ist meine Wunschliste verlinkt, falls ihr mir was schenken möchtet, da könnt ihr was finden, weil, weiß ich nicht, fühlt sich nicht so gut an, sie ist einfach da, und wenn Leute sich dazu entscheiden, mir was zu schenken, dann tun sie das auch, also können sie das tun, das steht jedem was frei, und deswegen macht mich das irgendwie so sprachlos und berührt mich auch so, dass halt einfach Leute mir freiwillig was schenken, und ich bin super dankbar dafür, wirklich. Ich danke jedem Einzelnen, ich schreibe denen auch später allen, die mir was geschenkt haben. Ich habe das halt jetzt länger schon hier rumgammeln lassen, weil ich wie schon gesagt nicht da war. Und jetzt zu guter Letzt kommen wir zu meinem Leseplan für Juli.
warum mache ich das mit hier rein? Weil es super schnell geht. Super schnell geht das. Ich werde, das Einzige, was wirklich auf meiner TBR steht, ist Our Violent Ends. Das ist das Buch, das für Lucys Buchclub, dass ich das halt eben jetzt mal hier endlich lese. Und der Rest der Bücher hier, die jetzt hier auf meinem Schoß liegen, die hier alle, werde ich auf Zetteln schreiben. Jetzt muss ich das erstmal irgendwie runterschreiben, damit nicht alles runterfällt. Denn ich habe nämlich mir schon vor Monaten so ein TBR-Jar gemacht. Das habe ich schon total oft bei Leuten gesehen, auf YouTube, auf verschiedenen Creatoren oder auf TikTok, Instagram. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Und zwar habe ich verschiedene Farben hier drin, wie man vielleicht sehen kann. Und zwar ist gelb, wie man hier sieht, sind Audiobücher, die ich habe. Rosa sind die Physical Books, die ich habe, also wie jetzt zum Beispiel hier, Paperback, Hardcovers, Taschenbücher. Und blau sind eben meine E-Bücher auf meinem Kindle. Und mein Plan ist es jetzt für die nächsten Monate, meine TBR zu lesen. Ups, meine TBR zu lesen. Wow, was für ein Plan. Sie liest endlich ihre Bücher, die sie hier hat. Ja, ich werde das Ganze vloggen. Abwechselnd auf Deutsch und Englisch. Und werde ein Buch ziehen. Also jetzt nicht, nur als Beispiel. Wäre jetzt zum Beispiel ein E-Book. Und was müsste ich lesen? Oh, ein Vampirbuch. Das war jetzt aber nur als Beispiel. Ich habe noch ein paar Bücher, die ich zu Ende lesen möchte. Für meinen Schiersaturn. Und danach werde ich das eben machen. Und das werde ich auch mal vloggen. Genau. Also das ist eigentlich mein Leseplan für Juli. Ja, nichts Besonderes. Genau, und die werde ich halt jetzt eben auch da drauf schreiben, dass ich halt eben die ziehen kann. Bis auf All My Nance, das nicht. Aber gut, das war das ganze Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Weiß nicht, wann ich das nächste Mal im Book Haul drehen werde. Wahrscheinlich nicht so schnell. Ich mache das ja, wie schon gesagt, immer gerne in Vlogs. War es das mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und dann sehe ich euch das nächste Mal wieder. Tschüssi!